Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. So we can clearly see, wir müssen sterben, um zu leben. Je mehr unser Ich, unser Egoismus stirbt, umso mehr leben wir, und zwar im Geist. Welchen Teil von euch wollt ihr zufriedenstellen? Es gibt zwei Arten von Leben, die wir führen können. Das eigene Leben oder Gottes Leben. Wenn wir nach unseren eigenen Vorstellungen leben und uns um unser Ich und unseren eigenen Willen drehen, bleiben wir immer unglücklich. Viele von euch, die unglücklich sind, nicht nur hier in diesem Saal, sondern auch unter den Fernsehzuschauern und vielleicht sagen, irgendwie ist mir meine Lebensfreude abhanden gekommen, sind nicht deshalb unglücklich, weil sie Probleme haben, sondern weil sie sich selbst zu wichtig nehmen. Die Lösung ist nicht, unsere Probleme selbst zu lösen. Das macht uns nur noch unglücklicher. Die Lösung besteht darin, das Leben zu leben, das Gott für uns bereithält. Es ist wichtig, mit Gott in Übereinstimmung zu kommen. Wir müssen lernen, das zu wollen, was Gott will, und das zu denken, was er denkt. Das Mitleid für die Notleidenden zu spüren, das er hat. Und sein Mitgefühl für Außenstehende zu entwickeln, statt zu kritisieren und zu verurteilen. Wir müssen lernen, das zu sagen, was Gott sagt. Und uns so zu benehmen, wie er sich das wünscht. Dann können wir eines Tages zusammen mit Jesus sagen, mein Vater und ich sind eins. In gewisser Hinsicht sind wir sogar schon eins mit Gott. Er lebt in uns und wir in ihm. Das Leben aus Gott wurde wie ein Same in uns hineingepflanzt. Die Bibel vergleicht Jesus mit einem Samen, der in uns ist. Der Same Gottes. Ich liebe 1. Johannes 3, Vers 9 und benutze den Vers häufig, wenn ich Menschen dazu einlade, Jesus Christus nachzufolgen. Aber ich möchte den Gedanken auch mit euch teilen, die ihr ihm bereits folgt, weil ich glaube, dass er meinen Punkt verdeutlicht. In dem Moment, in dem man sich dafür entscheidet, Jesus als seinen Retter anzunehmen, geschieht etwas Wunderbares. Selbst wenn man nicht viel fühlt, in dem Moment werden nicht nur unsere Sünden weggewaschen, sondern wir werden zu einem neuen Menschen. Gott legt seinen Geist in uns und gibt uns ein neues Herz. In Hesekiel 11 steht, dass er das Herz aus Stein aus unserem Körper nimmt und uns stattdessen ein Herz aus Fleisch gibt, das empfänglich für die Impulse Gottes ist. Gott gibt uns buchstäblich neue Wünsche und ein neues Verlangen. Das Problem ist nur, dass wir immer noch in unserem Körper leben und eine Seele haben, die von schlechten Neigungen geprägt ist. Es entsteht ein Kampf. Gott zieht uns in die eine Richtung, unsere schlechten Neigungen in die andere. Wir können deshalb auch nachvollziehen, was der Apostel Paulus sagte. Was ist nur los mit mir? Das, was ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, tue ich. Wir kennen das aus eigener Erfahrung. Ja, ich nehme mir morgens vor, mich heute richtig zu verhalten, und dann benehme ich mich trotzdem völlig daneben. Was ist nur los mit mir? Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie wir gemacht sind. Wir sind Geist, wir haben eine Seele und leben in einem Körper. Wir sind dreiteilige Geschöpfe, ähnlich wie die Stiftshütte im Alten Testament, die in den Vorhof, das Heiligste und das Allerheiligste aufgeteilt war. Das Allerheiligste versinnbildlicht unseren Geist. In dem Moment, wo wir Jesus Christus bitten, uns unsere Sünden zu vergeben, hält Gott Einzug in uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das steht in der Bibel und davon bin ich überzeugt. Sagt alle, Gott lebt in mir. Warum er gerade das hier als seinen Wohnort ausgesucht hat, weiß ich auch nicht, aber er hat es getan und möchte uns nun von innen heraus führen und ausrichten. Er räumt ordentlich in uns auf. Und jetzt hört zu, was in 1. Johannes 3, Vers 9 steht. Wer zu Gott gehört, sündigt nicht, weil Gottes Leben in ihm ist.
Deshalb kann er nicht mehr absichtlich, bewusst und ständig sündigen, denn er ist von Gott geboren. Glauben wir der Bibel, dann heißt das, wenn du dich Christ nennst, aber absichtlich, bewusst und ständig sündigst, dann folgst du nicht wirklich Jesus Christus nach. Ich habe nicht gesagt, wenn du sündigst, sondern wenn du dir deiner Sünde voll bewusst bist und trotzdem immer weitermachst, dann kann da was nicht stimmen. Wer von Herzen auf Gott ausgerichtet ist, kann das nicht tun. Wer Jesus Christus als Retter in sich aufgenommen hat, dem bereitet es Unbehagen zu sündigen und der arbeitet sein Leben lang darauf hin, sich nach Gottes Vorstellungen zu entwickeln. Amen. Dabei kommt es nicht einmal so sehr darauf an, dass man sein Verhalten je vollkommen in den Griff bekommt, sondern dass man weiterhin auf das Ziel hinarbeitet. Ich bin stolz auf euch, die ihr mir im Fernsehen immer noch zuseht und noch nicht umgeschaltet habt, denn Veränderung erleben wir nur, indem wir uns mit den Prinzipien der Bibel beschäftigen, also zurück zum Vers. Deshalb kann er nicht mehr absichtlich, bewusst und ständig sündigen, denn er ist von Gott geboren, Gottes Natur lebt in ihm, das heißt seine Lebensprinzipien, sein göttlicher Same. Ich liebe das. Bleibt für immer in ihm. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Schön und gut, Joyce, aber wenn ich tatsächlich dieses neue Leben in mir habe, warum tue ich mich dann immer noch so schwer mit bestimmten Dingen? Weil es möglich ist, sein ganzes Leben lang an Jesus Christus zu glauben, ohne dabei zu lernen, sein Ego zu begraben. Im Ernst. Ich war viele, viele Jahre lang gläubige Christin, ohne auch nur im Ansatz zu begreifen, dass ich mehr war als die Person, die mir aus dem Spiegel entgegenblickte. Ich wusste nicht, dass ich aus Geist, Seele und Körper bestand. Ich wusste nicht, dass, wenn ich meinen Geist mit den Prinzipien der Bibel nährte, ich innerlich stark genug werden würde, um mich nicht länger von meinen schlechten Neigungen beherrschen zu lassen. Ich wusste nicht, dass ich nicht wütend bleiben musste, nur weil meine Gefühle aufbrausten oder dass ich etwas nicht sagen musste, nur weil es mir gerade in den Sinn kam. Ich wusste nicht, dass ich auch dann das Richtige tun konnte, wenn mir eher danach zumute war, das Falsche zu tun. Ich wusste nicht, dass Gott mich mit auf eine Reise nehmen wollte, bei der ich meinen Ballast nach und nach loswerden konnte. Diesen Ballast wird man los, indem man sagt, ja, Gott, du hast recht, ich gebe dir diese Sache. Arbeite in diesem Bereich an mir. Ich kann mich selbst nicht verändern, aber ich bitte dich, dass du es tust. Ich wusste nicht, dass es erst einmal wehtut, diesen Ballast loszuwerden, bevor die Freude durchbricht. Deshalb machte ich den Fehler, mich beim kleinsten Anzeichen von Schmerz gegen die Veränderung zu wehren und wegzulaufen. Schließlich merkte ich jedoch, dass es sowohl Glauben als auch Geduld erfordert, um das, was Gott in der Bibel verspricht, auch persönlich zu erleben. Man muss dranbleiben. Wenn Gott seinen Finger auf einen Bereich in eurem Leben legt, stellt euch der Sache, setzt euch so lange damit auseinander und betet so lange, bis Gott die nötige Veränderung bringt. Danach gönnt er euch vielleicht eine kleine Ruhepause, bis er seinen Finger auf den nächsten Bereich legt. Während ihr hier auf der Erde seid, geht das immer so weiter und deshalb solltet ihr diesen Prozess lieben lernen. Ich sagte, ihr solltet diesen Prozess lieben lernen. Gott weist die zurecht, die er liebt, steht in der Bibel. Seine Zurechtweisung ist ein Beweis seiner tiefen und fürsorglichen Liebe für uns. Wenn Gott uns etwas zeigt, wo wir uns ändern müssen, ist das kein Grund, sich mit Schuldgefühlen herumzuplagen, so nach dem Motto, na toll, schon wieder was nicht in Ordnung mit mir. Ich weiß, niemand ist so schlimm wie ich. Früher dachte ich, wie kann ein einziger Mensch nur so viele Probleme haben wie ich? Warum zeigst du immer mir, was mit mir nicht stimmt, Gott? Warum zeigst du Dave nicht auch mal was? Aber Gott ist nicht sonderlich an eurer Meinung interessiert, was er mit anderen Menschen tun soll. Er möchte von euch hören, hier bin ich Gott, verändere mich, mach mit mir, was du willst. Ich möchte so sein, wie du es für mich vorgesehen hast. Ich möchte eins mit dir sein. Wir müssen sterben, um zu leben. Was heißt das, zu sterben? Es heißt, nicht mehr zu existieren. Der Sterbeprozess kann schmerzlich sein, aber ist man erst einmal tot, spürt man keinen Schmerz mehr. Genauso ist es mit unseren Problemen.
Viele Jahre lang konnte ich beispielsweise partout nicht zufrieden sein, wenn nicht alles nach meinen Vorstellungen lief. Und wenn ich unzufrieden war, musste ich das auch zum Ausdruck bringen. Immer. Meine Körpersprache und meine Worte haben deutlich signalisiert, dass ich unzufrieden war. Wer von euch zeigt das auch ziemlich deutlich? Gestern hatten Dave und ich eine Situation, die das veranschaulicht. In St. Louis gibt es ein Restaurant, das mein absolutes Lieblingsrestaurant ist. Dave gefällt es aus irgendeinem Grund nicht besonders. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist das ein Test von Gott. Auf jeden Fall meinte ich gestern zu ihm, hey, wenn wir morgen nach Hause kommen, würde ich wirklich gerne in das Restaurant gehen. Seine Antwort, nee, will ich nicht. Es gab mal eine Zeit, in der ich in so einer Situation gesagt hätte, das ist aber wirklich nicht nett von dir, ich schufte das ganze Wochenende und komme todmüde nach Hause und du willst dann Football und Baseball gucken. Ich habe am Wochenende alles gegeben und in Leute investiert und du willst nicht mal mit mir in ein kleines Restaurant gehen, wo ich gerne essen würde. Das hätte zu einem Streit geführt, der schnell eskaliert wäre. Als er gestern jedoch, nee, will ich nicht, sagte, dachte ich nur, okay, dann eben nicht. Es ist so befreiend, so reagieren zu können. Das ist Freiheit. Ich weiß noch, wie Dave und ich damals nach Bildern suchten, um sie bei uns zu Hause aufzuhängen. Dave entdeckte ein Bild in einem kleinen Laden, das ihm sehr gut gefiel. Wir haben teilweise einen sehr unterschiedlichen Geschmack, was die Einrichtung betrifft. Und ich mochte das Bild überhaupt nicht, also seid ihr im Bilde? Er fand das Bild super, ich konnte es nicht ausstehen. Er wollte das Bild kaufen, aber ich feuerte sofort meinen Protest ab. Mir gefällt das Bild nicht. Sowas will ich bei uns zu Hause nicht haben. Das kaufen wir nicht. Ich hasse das Bild. Was ist denn an diesem Bild auszusetzen? Ich mag es einfach nicht. Dave ist die Liebenswürdigkeit in Person und streitet nicht gerne, obwohl er mir auch durchaus die Stirn bieten kann, wenn er muss. Heutzutage ist das nicht mehr so oft nötig, aber früher hatte er alle Hände voll mit mir zu tun. Also antwortete er, okay, dann kauf einfach, was du willst. Und als wir aus dem Laden gingen, konnte ich förmlich spüren, wie mein Ego vor Genugtuung anschwoll. Wie ein Ballon dehnte es sich in meiner Brust aus. Wer von euch kennt das? Aber dann kam mir der Gedanke, du denkst, dass du gewonnen hast, aber in Wirklichkeit hast du verloren. Ich glaube, der Gedanke kam von Gott. Er wollte mir beibringen, dass es kein Erfolg ist, wenn man mit dem Kopf durch die Wand will. Ich hätte doch viel lieber sagen können, Schatz, ich finde das Bild wirklich nicht schön, mir wäre ein anderes lieber. Könnten wir nicht noch ein bisschen weitersuchen, bis wir eins finden, das uns beiden gefällt? Aber nein, ich musste mich aufregen und meine Klappe aufreißen. Ich musste meine aggressive Haltung mit meiner Körpersprache und meinem Gesichtsausdruck unterstreichen. Und dann hielt ich mich für den Gewinner, weil ich Dave totgeredet hatte. Darf ich euch etwas sagen? Jedes Mal, wenn ihr durch schlechtes Verhalten euren Willen durchsetzt, habt ihr nicht gewonnen, sondern verloren. Nicht nur das. Ihr nährt eure schlechten Neigungen auf diese Weise, sodass sie am Leben bleiben. Erst wenn ihr sie nicht mehr nährt, werden sie abgetötet. Ganz gleich, welche Pflanze ich hier vorn hinstelle, wenn ich ihr jegliche Nährstoffe verweigere, geht sie irgendwann ein. Unkraut wächst nicht weiter, sondern geht ein, wenn man es nicht gießt. Und genauso ist es mit unserem Ego und unseren schlechten Neigungen, auf die Gott seinen Finger legt. Sie sterben, wenn wir sie nicht länger nähren. Allerdings können wir das nicht aus eigener Kraft heraus tun. Wenn ich euch sage, ihr redet zu viel, könntet ihr euch gewaltig anstrengen, nicht mehr so viel zu reden, ohne unbedingt Erfolg dabei zu haben. Wenn Gott jedoch seinen Finger auf einen Bereich legt und ihr mit ihm zusammenarbeitet, befähigt er euch, euch zu verändern. Wenn Gott uns einen Befehl erteilt, gibt er uns auch die nötige Ausstattung, um die Mission zu erfüllen. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dynamik verstehen, weil wir uns sonst immer weiter im Kreis drehen. Ich ging jahrelang in die Kirche, vermutlich 15 Jahre, ohne je diese Prinzipien zu begreifen. Ich ging in die Kirche und wieder nach Hause, ohne mich zu verändern. Stritt mich die ganze Woche lang mit Dave, rastete aus, war auf alle wütend, zog über den Pastor her und ging sonntags wieder in die Kirche. Ihr lacht, weil ihr das selbst gut kennt. Eigentlich hatte ich gar keine Lust auf den Gottesdienst und konnte es kaum erwarten, bis er endlich vorbei war. Meinen wir ernsthaft, so eine Haltung gefällt Gott?
Wir sitzen nur unsere Zeit ab in der Hoffnung, dass wir dadurch einen Pluspunkt auf dem himmlischen Verhaltenskonto bekommen. Und Gott denkt stattdessen, oh, verschont mich. 2. Korinther 4, Verse 10 bis 12. Vater, hilf uns heute besser zu verstehen, was es heißt, unser Ego zu begraben und für dich zu leben. Zweiter Korinther 4, Vers 10. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus. Natürlich ist Jesus auch rein physisch gestorben, aber er musste auch gegenüber vielem anderen sterben. In Philipper lesen wir, dass er die niedrige Stellung eines Dieners annahm. Und auch wir müssen den Wunsch von anderen, unbedingt anerkannt zu werden, begraben. Wer von euch versteht, was ich damit meine, begraben? Ich meine damit, dass es uns nicht mehr so wichtig ist, dass man es nicht mehr braucht, um glücklich zu sein. Wer zu sehr darauf bedacht ist, was andere Menschen denken, versucht, mehr Menschen zu gefallen, als Gott zu gefallen. Und das führt dazu, dass wir am Willen Gottes vorbeileben, wenn Gott seinen Finger auf diesen Bereich legt und euch sagt, du machst dir zu viele Gedanken darüber, was andere von dir halten, dann solltet ihr das als Aufforderung verstehen, die Schaufel herauszuholen und euer Ego in diesem Bereich zu begraben. Wer gegenüber etwas tot ist, zeigt auch keine Reaktion mehr darauf. Ich bin gegenüber der Frage, zu welchem Restaurant wir gehen, sozusagen tot. Das heißt, das erzeugt keine Reaktion mehr in mir. Wenn Dave nicht dahin will, wo ich hin will, dann sage ich einfach, okay, dann gehen wir eben dahin, wo du hin willst. Manchmal versuche ich, ihn zu überzeugen, aber das funktioniert nicht immer. Es hängt wohl davon ab, wie viel Frauenpower ich an dem jeweiligen Tag habe. Aber wisst ihr was? Ich fühle mich nie versucht, eine Bank auszurauben. Vermutlich sind nicht viele von euch versucht, im Anschluss an diese Veranstaltung eine Tankstelle zu überfallen. Ihr seid tot gegenüber solchen Versuchungen. Aber wenn euch nachher jemand beim Autofahren den Weg abschneidet, zeigt sich an eurer Reaktion möglicherweise, wie quicklebendig ihr in diesem Bereich noch seid. Und selbst wenn ihr gerade von dieser Veranstaltung kommt, benehmt ihr euch vielleicht so, dass keiner auf die Idee käme, dass ihr hier gewesen seid. Wer von euch weiß, wovon ich rede? Das ist also ein Bereich, der uns veranlasst zu sagen, Gott, ich will mich hier wirklich verändern. Aber wie verändert man sich denn das nächste Mal, wenn euch jemand den Weg abschneidet und ihr merkt, wie die Wut in euch anschwillt? Dann sagt, hilf mir, Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich bin inzwischen so weit, dass ich mir kein Tröpfchen meiner Lebensfreude mehr rauben lasse, wenn mir jemand einen Parkplatz vor der Nase wegschnappt. Ich sage stattdessen, sei gesegnet, sei gesegnet. Fahr in Frieden. Mich juckt das nicht. Es gibt aber noch vieles andere, das mich sehr wohl juckt. Ich bin noch nicht in allen Bereichen am Ziel angekommen, aber ich mache Fortschritte. Ich wachse, ich verändere mich, ich bin auf dem Weg. Wenn ihr das nicht bekommt, was ihr gern hättet, wird sich euer Ego bemerkbar machen. Aber euer Ego stirbt, indem ihr es aushungert. Je weniger ihr auf es eingeht, umso leichter wird es euch fallen, mit bestimmten Situationen umzugehen. Irgendwann wird sich euer Ego überhaupt nicht mehr zu Wort melden. Wer von euch hat das in einem bestimmten Lebensbereich schon erlebt? Wer von euch hat noch mehrere Bereiche vor sich? Na, dann rate mal, warum Gott dich heute hierher gebracht hat. Je mehr wir unser Leben von Gott bestimmen lassen, umso glücklicher werden wir. Also, 2. Korinther 4, Abvers 10. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Hier wird klar, wir müssen sterben, um zu leben.
Je mehr unser Ich, unser Egoismus stirbt, umso mehr leben wir. Leben wir wirklich. Und zwar im Geist. Welchen Teil von euch wollt ihr zufriedenstellen? Eure schlechten Neigungen? Wollt ihr ihnen geben, was sie fordern, damit sie sich aufgeblasen und selbstgefällig fühlen können, während ihr innerlich tot seid? Oder wollt ihr lieber das tun, was Gott von euch möchte? Sollen eure schlechten Neigungen doch einen Anfall bekommen? Ihr werdet schon damit umzugehen wissen. Und dann habt ihr eine Freude und einen Frieden in euch. Dinge, die euch keiner mehr nehmen kann. Und das ist so gut. Paulus hat gesagt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. In Matthäus 8 gab es einen Mann, den Jesus aufforderte, komm jetzt gleich mit mir. Doch er sagte, Herr, lass mich erst nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Und Jesus sagte daraufhin etwas sehr Merkwürdiges, das fast hartherzig klingt, lass die Toten begraben, folge du mir nach. Ich glaube nicht, dass Jesus damit sagen wollte, kümmere dich nicht um deine Eltern oder Verwandten. Ich glaube, ihm ging es um ein ganz anderes Prinzip, und zwar, dreh dich nicht so sehr um tote Dinge, um Dinge, die kein Leben für dich erzeugen. Lerne lieber, das zu tun, was ich dir sage. Wir lassen uns von all diesen leblosen Dingen abhalten, Jesus, der das Leben selbst ist, nachzufolgen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Zu den toten Dingen gehören zum Beispiel Egoismus, Eifersucht, Habsucht, Unzufriedenheit, Streit, Angst, Wut, Sorge, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Selbstmitleid, Begierde, Süchte, Schuldenberge, Faulheit und so weiter und so fort. Selbst eine Kirche kann tot sein. Vielleicht geht ihr jede Woche in die Kirche, obwohl ihr lieber zu Hause bleiben würdet. Ihr könnt es kaum abwarten, bis der Gottesdienst vorbei ist. Ihr schaut immer wieder auf die Uhr. Vielleicht nickt ihr sogar ein. Ihr behaltet kein Wort von dem, was im Gottesdienst gesagt wurde, aber immerhin habt ihr eure Zeit abgesessen. So eine Aktion lohnt sich überhaupt nicht, gar nicht. Warum macht man so etwas also? Weiß ich auch nicht, habe ich immer so gemacht. Also wenn ich nicht hingehe, kriegt meine Oma einen Anfall. Wenn ihr in eine tote Kirche geht, in der ihr nicht herausgefordert werdet, geistlich nicht vorankommt und euch nicht verändert, dann gebt ihr euch zu viel mit Totem ab und verschwendet eure Zeit. In wie viele tote Dinge investiert ihr eure Zeit? Wie viele Punkte habt ihr auf eurer Tagesordnung, die kein bisschen Leben erzeugen? Mit wie vielen toten Menschen lungert ihr herum? Das spricht euch an, oder? Natürlich gibt es auch viele wunderbare Kirchengemeinden. Aber die erkennt man daran, dass in ihnen Leben ist. Wer von euch weiß, dass hier heute Leben in diesem Saal ist? Aber hallo! Früher hätte ich mir nie träumen lassen, dass Menschen in einer kirchlichen Veranstaltung so lebendig sein können. Ihr singt und johlt und lacht und klatscht. Ihr zeigt Begeisterung. Ihr ermuntert mich, immer weiter und weiter zu reden. Ich sehe niemanden, der so macht. Und zwar, weil hier Leben ist. Wir müssen zwischen Leben und Tod unterscheiden lernen. Wenn man in der Mittagspause bei der Arbeit nur über seinen Job klagt und über Kollegen herzieht, dann ist das tot. Man stopft Tod in sich hinein und das macht nur traurig und deprimiert. Dann fragt man sich, Gott, wo ist nur meine Lebensfreude geblieben? Begrabt das Tote, werft alle todbringenden Haltungen ab und macht euch auf den Weg mit Gott. Gott hält für jeden Gutes bereit, das wir durch Glauben und Geduld empfangen. Denken Sie daran, wozu er uns auffordert,
Dazu hat er uns auch die nötige Fähigkeit gegeben. Wir können die Ziele erreichen, die Gott uns steckt, weil er versprochen hat, uns nie zu verlassen oder im Stich zu lassen. Jetzt ist es wieder soweit. Ein weiteres Jahr ist vergangen. Wenn ich darüber nachdenke, was Gott 2015 alles getan hat, kann ich nur staunen. Wissen Sie, wir von Joyce Meyer Ministries empfinden dieses Jahr große Dankbarkeit und ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Gott für seine Güte bin und wie dankbar ich Ihnen bin, unseren Partnern, die uns durch Gebet und Spenden unterstützen. Sie sind immer an unserer Seite, wo wir auch hingehen, wenn wir Menschen von Jesus Christus erzählen und ihnen seine Liebe weitergeben. Es ist eine große Ehre, dass Gott uns aufgetragen hat, seine Botschafter in der Welt zu sein. Und ob das nun heißt, einem hungerleidenden Kind eine warme Mahlzeit zu geben, ein ganzes Dorf mit sauberem Trinkwasser zu versorgen, eine junge Frau aus Menschenhandel zu befreien oder einer Familie zu helfen, die gerade eine schwere Zeit hat, wir tun, was möglich ist, um Gottes Liebe auf der ganzen Welt weiterzugeben. Wenn Sie möchten, können Sie sich auf joyce-meyer.de/Bilder einige Fotos von all diesen wundervollen Menschen anschauen, denen wir in diesem Jahr gemeinsam helfen durften. Vielen Dank noch einmal für ein wunderbares Jahr. Lassen Sie uns weiter von Jesus Christus erzählen und 2016 wieder vielen Menschen helfen. Möchten Sie mithelfen, die Welt zu verändern? Werden Sie unser Partner und spenden Sie regelmäßig. Gerne schicken wir Ihnen unsere kostenlose Broschüre dazu. Rufen Sie an 040 88 88 41111 oder gehen Sie auf joyce-meyer.de/partner. Der Alltag kann ja so eintönig sein. Immer dasselbe. Lust auf mehr Farbe? Neuen Schwung bringt Ihnen das Joyce Meyer Magazin Das Leben genießen. Mit mutmachenden Artikeln, die Sie zum Lachen bringen und wertvollen Impulsen zum Nachdenken und Vertiefen. Erleben Sie echte Veränderung. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie bunt und schön das Leben sein kann. Ich sagte bunt und schön. Bestellen Sie jetzt Das Leben genießen von Joyce Meyer. Alle 3 Monate neu und kostenlos. Rufen Sie an 040 88 88 41111 oder bestellen Sie im Internet unter joyce-meyer.de/magazin. Jeder Gedanke löst in uns Emotionen aus. Kommen Sie damit klar? Überlassen Sie die Herrschaft nicht Ihren Gefühlen. Joyce Meyer hat dazu ein Buch geschrieben, damit Sie emotional nicht baden gehen. Über den Gefühlen stehen. Bestellen Sie das Buch Über den Gefühlen stehen jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 41111.